Du hast dich in Coco verknallt und weißt, dass du keine Chancen bei ihr hast. Coco weiß wahrscheinlich selbst gar nicht, was sie gerade empfindet. Weißt du, sie weiß nicht, ob sie in Kevin verliebt ist, ob sie in mich verliebt ist oder in meinen Abklatsch als verdammter Kevin. Ausgeschlossen. Moritz hat damit nichts zu tun. Ich fürchte, sie kommt bald wieder zu sich. Haben Sie die Brandner damit niedergeschlagen? Ja, was denn? Hätte ich einen Hammer nehmen sollen? Nein, ich frage mich nur, warum Sie es überhaupt getan haben. Sie hat ihr Gespräch belauscht. Wer weiß, was sie alles mitbekommen hat. Brandner? Ist das nicht die Firma, die unser Kongresszentrum baut? Ja. Und das hier ist Frau Brandner. Und? Moment. Na, hier. Wenn da was Relevantes drauf ist, dann haben wir ein kleines Problem. So eine Kamera lässt sich leicht entsorgen, aber... Mensch, Moritz, David lässt dich hier arbeiten und du zockst ihm die Kohle ab? Warum? Wenn der Typ das Geld einfach so rumliegen lässt... Der Typ hat dir ein Zimmer besorgt. Ich wollte mir neue Sneakers kaufen, meine sind völlig im Arsch. Wegen ein paar Schuhe, sag mal, das glaubst du doch wohl selber nicht. Ja, was denn sonst? Erzähl du's mir. Wenn du mir das nicht glaubst, dann kannst du es auch nicht ändern. Hey! Was ist denn hier los? Das ist Herr Elisabeth! Um Gottes Willen! Was ist denn passiert? Ja, sie muss niedergeschlagen worden sein. Schlimm, wahrscheinlich ein Raubüberfall. Sie ist bewusstlos. Das ist meine Frau. Ich fahr mit. Herr Brandner, alles Gute. Was machen Sie denn hier? Herr Brandner und ich haben uns Sorgen um seine Frau gemacht. Ach. Dann sollten Sie vielleicht in Zukunft besser auf sie aufpassen. Man ist nirgendwo mehr sicher. Ich finde es wirklich schlimm. Soll ich sie in meinem Wagen mitnehmen? Gute Idee. Ach, Bernd, ich will doch auch eine. Ein Überfall also? Ja, wir sind alle sehr bestürzt. Du machst dir sicherlich die größten Sorgen. Na, hoffentlich kommt sie nochmal mit dem Schrecken davon. Warst du das? Wie bitte? Du meinst, ich habe die Geschäftspartnerin der Landstein Holding niedergeschlagen, ja? Ja. Verschäum mich doch mit deinen Hirngespinsten. Sobald Elisabeth wieder bei Bewusstsein ist, werde ich erfahren, was sich hier abgespielt hat. Und dann bist du dran. Wen würdest du lieber mit auf eine einsame Insel nehmen? Vanessa oder ein Game? Vanessa natürlich. Die kann man dann besser den Heinz und Fraß vorwerfen. Hahaha, wie witzig. Ach komm, für Vanessa reicht's allemal. Komm, wir lassen die Jungs allein. Viel Spaß noch. Oh Mann, Coco ist einfach Weltklasse. Nur blöd, dass ich nicht an sie rankomme. Marvin, findest du nicht auch, dass Coco die coolste Frau auf der Welt ist? Nee. Ist einfach nicht mein Typ. Ich weiß auch nicht, was du an der findest. Ach, sie muss echt blind sein. Cecile?
Was machst du denn hier? Entschuldige, ich hätte vielleicht vorher anrufen sollen. Sozusagen als Vorwarnung. Im Ernst, es geht um Moritz. Er hat geklaut. Was? Wie konnte das denn passieren? Ich habe keine Ahnung. Er redet nicht mit mir. Deswegen dachte ich, vielleicht könntest du mal mit ihm sprechen. Wieso ich? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mir was verschweigt. Und du glaubst, ich könnte ihm sein Geheimnis entlocken? Naja, vielleicht mit ein wenig weiblichem Einfühlungsvermögen. Also eigentlich habe ich hier ganz schön viel zu tun. Hör zu, ich wäre nicht hier, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Wo ist er denn jetzt? Er hat sich in seinem Zimmer verkrochen. Pass auf, ich mache das hier nur schnell fertig und dann fahre ich zu ihm, ja? Okay, danke. Das ist ja eine Überraschung. Du beehrst uns? Ja, ich war in der Nähe und wollte mal sehen, was Cecile und Carla so treiben. Ja, sie arbeiten, was sonst. Also, wenn du deine Schwester suchst, sie ist in ihrem Büro. Gut, also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Schön, dass du da bist. Ist der Blumenstrauß auch von dir? Nicht so wichtig. Deckst du den Tisch? Klar. Seit wann bist du denn unter die Blumenkinder gegangen? Man sieht auch so, dass es dich schwer erwischt hat. Wie, echt? Naja, der Blumenstrauß, das Salz, Junge, Junge. Ich meine, ich muss echt die ganze Zeit an Coco denken. So heftig war es noch nie. Sagt man das nicht immer, wenn man frisch verliebt ist? Es war auch noch nicht so schön. Und deshalb dein kleiner Ausflug in den Blumenladen? Der echte Kevin hätte sich bestimmt nicht so viel Mühe gegeben. Kevin hin oder her. Mich interessiert, woran ich bei Coco bin. Das muss ich jetzt einfach wissen. Mr. Rush gefällt das nicht. Er fragt sich, warum gerade Frau Brandner uns nachspioniert hat. Die Frage dürfte sich doch erübrigen. Ja, und dann diese Drohung von Sylvia Jones. Ich finde, das Ganze zeigt vor allem eins. Die Brandner und Sylvia Jones stecken unter einer Decke. Und nur deswegen war sie auch so schnell auf der Baustelle. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn die beiden es waren, die versucht haben, sich Zugang zu Rushs Computernetzwerk zu verschaffen. Seit wann versteht diese Kosmetikerin irgendwas von Computern? Die hat bestimmt einschlägige Kontakte, hm? Wie auch immer, es darf nicht nochmal vorkommen, sonst zieht Rush sich aus dem Geschäft zurück. Das wird auch nicht nochmal vorkommen. Richten Sie doch unserem lieben Kompagnon aus, dass er sich keine Sorgen machen muss. Die Brandner ist fürs Erste erledigt. Und Sylvia Jones wird uns nicht mehr in die Quere kommen. Dafür werde ich sorgen. Bist du da? Hi, ich hab dir ein paar Sachen mitgebracht. Schickt Leonard dich? Lässt mich rein? Wartest du auf jemanden? Was gibt's? Was hast du denn da gemacht? Mich an dieser bescheuerten Kneipenküche gestoßen. Ja. Und vor lauter Wut darüber hast du dich dann am Thekenportemonnaie bedient. Leonard hat mir das erzählt. Das bisschen Geld, da soll ich nichts zu anstellen. Warum hast du das gemacht? Geht die Leier schon wieder los? Moritz, wenn du Geld brauchst, hättest du auch einen Ton sagen können. Leonard und ich, wir könnten dir helfen. Ich habe alles, was ich brauche. Danke. Deshalb klaust du Geld. Weil du alles hast. Warum willst du nicht in die Wohngruppe zurück? Gibt's da jemanden, mit dem du Ärger hast? Manchmal Trouble. Aber sonst habe ich eigentlich mit niemandem Ärger. Und dieser jemand, ist das auch der Grund, warum du zu uns gekommen bist? Hast du Angst vor ihm?
Hey Coco. Schon komisch, wie das alles läuft, ne? Ich meine, erst geht es mit dir und Kevin schief. Und dann funkt es plötzlich zwischen uns. Einfach so. Weißt du, Felix! Entschuldigung, wie? Schon okay. Ich muss ganz dringend. Ja, kein Problem. Sorry. Ach du Scheiße! Dieser Johnny erpresst dich. Er will Geld von dir. Und du lässt dir das gefallen. Du hast ihn doch damals selbst gesehen. Du weißt doch, wie der drauf ist. War das der mit dem Messer? Und deine anderen Freunde? Du hast doch keine Ahnung. Wenn ich nicht das mache, was er sagt, dann gibt's vor allem auch die Fresse. Dieser Kerl verprügelt dich? Dann war das gar kein Stoß, ja? Und wenn schon? Zieh mal dein T-Shirt aus. Was? Ja, nun mach schon. Das war Johnny? Wieso hast du vorhin nichts gesagt, als Leonard bei dir war? Er hätte doch sofort wieder eine Riesenwelle gemacht, als Arzt. Dann hätte er vielleicht gedacht, ich könnte mich nicht wehren. Dann fahre ich jetzt mal ins Krankenhaus. Ja, na, Elisabeth braucht Ruhe. Außerdem ist sie morgen schon wieder zu Hause. Würdest du uns jetzt bitte allein lassen? Wir haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Okay. Danke. Eine Gehirnerschütterung. Da hat Ihre Frau ja noch mal Glück gehabt. Glück? Mit einer Kamera auf der Baustelle herumzuspazieren. Ich verstehe Elisabeth nicht. Sie allerdings auch nicht, wenn Sie es mir nicht übel nehmen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Es geht bei diesem Projekt nicht mit rechten Dingen zu. Und das müssen wir beweisen. Das sind doch Spekulationen. Reine Spekulationen. Sie haben nichts in der Hand. Ja. Und genau deswegen hat sich Ihre Frau diesen Rush auch genauer ansehen wollen. Herr Brandner. Bei diesem Projekt geht es um Millionen. Sie können doch nicht wollen, dass Ihre Firma an dieser Sache Schaden nimmt. Trotzdem sollten Sie diese Dinge der Polizei und der Staatsanwaltschaft überlassen. Was sollen wir denen vorlegen, damit sie gegen Rush oder gegen die Lahnstein Holding Untersuchungen anstellen? Ja, genau das ist der Punkt. Wir müssen dranbleiben. Donald Rush ist und bleibt eine dubiose Figur. Frau Jones, selbst wenn Sie recht hätten, wo sind die Beweise? Robin, wo bleibst du denn? Ach du Scheiß! Felix, komm, hilf mir lieber, verdammt nochmal! Ach du Scheiß! Wie ist denn das passiert? Das ist doch egal, wie das passiert ist, es ist eben ja, passiert! Okay. Lasst euch nicht stören, Jungs. Immer noch besser als Trübsalblasen. Aha, wie witzig! Okay, pass auf. Denk am besten an Tante Hilke. Okay. Oder an ein Mädchen, das du total ekelhaft findest, ja? Okay. Okay, also das kann jetzt ein bisschen wehtun, also Zähne zusammenbeißen. Stopp. Okay. Drei, zwei, eins. Au! Verdammte Scheiße! Ist noch dran? Ich weiß es nicht. Danke, Felix. Klar. Sag einfach Bescheid, wenn du ein Problem hast, okay? Du solltest es Leonard sagen. Kein Wort. Und du hältst auch dicht. Ich verstehe ja, dass dir das peinlich ist, aber diese Hämatome sollte sich ein Arzt ansehen. Wie soll das denn weitergehen? Du weißt doch nicht, was dieser Johnny das nächste Mal mit dir anstellt. Ich komm schon klar. Moritz. Du nervst. Moritz, wo willst du denn hin? Hey. Wieso lässt du ihn gehen? Der beruhigt sich schon wieder. Weißt du, was sein feiner Freund mit ihm anstellt? Er verprügelt ihn, wenn Moritz ihm kein Geld gibt. Oh Mann.
Ja, das erklärt natürlich einiges. Du hättest ihn festhalten sollen. Wenn Moritz sich nicht helfen lassen will, dann können wir ihn auch nicht dazu zwingen. Und jetzt? Ich warte hier so lange auf ihn. Und wenn er zurückkommt, dann rufe ich dich sofort an. Okay. Cecile? Ja? Also ich habe es nicht geschafft, ihn zu knacken. Auf die Freundschaft. Prost. Und danke nochmal. Wofür? Für die Sache im Bad? Ach, ist doch vergessen. Nicht der Rede wert. Robin, überleg mal, wie oft wir uns beide anfangs in der Wolle hatten. Hier wegen Alexa, wegen der Eisdiele, dem Club und so weiter. Hey, eins musst du zugeben. Was denn? Als wir uns kennengelernt haben. Da hast du mich doch bestimmt für so einen reichen Schnöseltypen gehalten, oder? Das ist lange her, Felix. Mann, hey, du hast echt was gut bei mir. Ich? Ja, mit der Kevin-Nummer. Ich meine, ich konnte zwar nicht bei Coco landen, aber ey, so wie du dich für mich ins Zeug gelegt hast, dafür ist jetzt ein Denkmal in meinem Herzen. Prost. Guten Morgen, Elisabeth. Das ist ja eine Überraschung. Möchten Sie einen Kaffee? Ach, sehr gern. Wie geht's Ihnen denn? Gut. Zum Glück wurde ich heute Morgen gleich wieder entlassen. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich erleichtert. Mein Mann hat mir gesagt, dass meine Kamera verschwunden ist. Wahrscheinlich bei dem Überfall gestohlen. Wenn das überhaupt ein Raubüberfall war. Danke. Erzählen Sie mal, woran können Sie sich denn erinnern? An alles. Aber das hilft uns nicht. Wieso? Ich kam nicht nah genug heran. Sie haben nicht gehört, was gesprochen wurde? Ja, ich habe nur gesehen, dass dieser Mr. Rush dabei war. Tja, das ist wirklich nicht viel. Meine Rede. Trotzdem ist es seltsam. Kaum, dass wir Rushs Datenbank geknackt haben, taucht er in Düsseldorf auf. Aber wieso seltsam? Vielleicht ein Treffen mit Johannes von Lahnstein. Ah, das würde mich wundern. Nach meiner Kenntnis weiß der Graf nicht mal, dass Rush hier ist. Das will doch auch nichts heißen. Es muss einen anderen Weg geben, an die Informationen zu gelangen, die Sie brauchen. Trinkst du einen Kaffee mit Zucker? Ja, zwei Löffel bitte. Ein Latte Macchiato. Das macht dann 2 Euro. Na? Hast du gestern Robins kleinen Freund geholfen? Guck, hat's mir erzählt, wie süß. Wenn ihr keine anderen Themen habt. Oder ist das ein Fall von okkasioneller Homosexualität? Was? Laut Sigmund Freud sind davon Männer betroffen, die für längere Zeit nur unter sich sind. Also Häftlinge, Matrosen, einsame WG-Ritter. Du tickst ja nicht mehr richtig. Robin ist mein Kumpel, für den würde ich alles tun. Auch wenn du wüsstest, dass er sich hinter deinem Rücken an Coco heranmacht? Wie kann man morgens schon so viel Müll erzählen? Ja? Fahr nach Hause, Kleiner. Dann wirst du sehen, dass ich recht habe. Hallo! So, die waren doch wunderschön. Ich kann das nicht machen wegen Felix. Und woher der plötzliche Sinneswandel? Felix ist so ein lieber Kerl und er ist mittlerweile einer meiner besten Freunde. Und wenn ich jetzt mit Coco, dann... Ich kann ihm das nicht antun. Morgen, ist noch Kaffee da? In der Kanne. Und? Was und? Na, wo ist die Überraschung, die du mir gestern versprochen hast? Ach so, ja. Also... Ach, morgen, Silvia. Ja. Schon was Neues von Frau Brandner gehört? Dir wird deine Scheinheiligkeit schon noch vergehen. Ich werde schon noch herauskriegen, in was für krumme Geschäfte du verwickelt bist. Was? Einen schönen guten Morgen. Worüber ereifern Sie sich denn so? Frau Jones sieht mal wieder Gespenster. Sie glaubt, dass ich in krumme Geschäfte verwickelt bin. Genau das waren ihre Worte. Würden Sie mir mal erklären, was das soll? Nein, das werde ich nicht. Das kann Herr von Beinbach viel besser. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Angestellte, die mit irgendwelchen Verdächtigungen Unruhe in die Firma bringen, kann ich hier nämlich nicht gebrauchen. Und was ist mit Angestellten, die durch Unfähigkeit glänzen? Frau Jones, wenn Sie es auch in Zukunft nicht schaffen, Ihre Aversion gegen den
Verlobten meiner Schwester in den Griff zu kriegen. Dann sehe ich schwarz für Ihre berufliche Zukunft. Halten Sie sich mit Verdächtigungen zurück. Ansonsten werde ich dafür sorgen, dass Herr von Beyenbach Ihren Posten als Geschäftsführer der Omidia übernimmt. Und hast du Moritz heute schon gesehen? Naja, sagen wir mal so. Ich habe ihn gestern beim Clown erwischt. Muss ziemlich peinlich für ihn sein. Ich glaube auch nicht, dass er noch einmal freiwillig einen Fuß in diesen Laden setzt. Hallo zusammen. Hi. Kaffee? Ja, Espresso doppelt bitte. Und? Er hat sich die ganze Nacht nicht blicken lassen. Ich bin zwar eingeschlafen, aber ich hätte ihn natürlich gehört. Also langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Wer weiß, wo der sich gerade rumtreibt. Ja, wir müssen ihn finden. Ja schon, aber willst du die ganze Stadt nach ihm absuchen? Ich will auf keinen Fall, dass Moritz diesem Johnny über den Weg läuft, so wie der ihn zugerichtet hat. Also, wenn du nicht mitkommst, dann suche ich ihn halt allein. Meinen Kaffee, den darf ich schon noch trinken, oder? Herr Brandner. Frau Jones, ich habe nachgedacht. Ja, und? Ihre Zweifel, Ihr Verdacht gegen den jungen Grafen, gegen von Beinbach und diesen Mr. Rush. Ja, was ist damit? Also ich denke, wenn einer Klarheit in diese Sache bringen kann, dann ist es Johannes von Lahnstein. Ich sehe das ganz anders. Der Graf ist überhaupt nicht mit den Details vertraut. Deshalb möchte ich ja mit ihm sprechen. Ich halte das wirklich für keine gute Idee. Frau Jones, es geht hier um die Existenz meiner Firma und um die meiner Familie. Das ist mir doch klar, aber was wollen Sie dem Grafen sagen? Alles. Über Ihren Hackerangriff, der Überfall auf Elisabeth. Wir haben doch keine Beweise, nichts, was hieb- und stichfest ist. Ich kann nicht warten auf Beweise. Ich muss mich entscheiden, ob ich in dieses Projekt weiter investiere oder mich zurückziehe. Sie entschuldigen. Also wie gesagt, so eine richtige Überraschung war auch gar nicht geplant. Schade. Aber wir können ja mal wieder was unternehmen. Unter Freunden. Mhm. Wer wirft denn sowas weg? Die sind ja super schön. Findest du? Waren die etwa für mich gedacht? Nee, wieso? Da ist eine Karte. Die ist nicht für dich. Schenkt ihr Kerl euch neuerdings Blumen? Also Felix, Andi, Lars und du? Stimmt es also? Du willst mein Freund sein? Zuerst dachte ich, Vanessa erzählt Scheiße, aber sie hat ja recht. Felix. Ey Mann, du machst dich hinter meinem Rücken an Koko ran, du Wichser! So geht es weiter. Wie auch immer. Auf jeden Fall wirst du ihr die Wahrheit sagen, und zwar heute noch. Und wenn nicht, dann übernehme ich das. Ja, dann gehen wir halt zur Polizei. Damit ist ihm nicht geholfen. Bleib stehen, du Sau! Lauf, Mann! Moritz! To your heart.